So, uns fehlt noch eine SRS-Truppe. Mal gucken, wo wir die finden. Ja, das ist natürlich nicht, ist klar. Wir schicken mal die Adler hier hin. Aufklärer. Euch hier lang. So, Lufteinheiten der Amerikaner. Ich würde mal sagen, da haben wir sie. In einer Reihe von mehreren intensiven Luftangriffen konnte die Luftwaffe der US Air Force empfindliche Verluste zugefügt und die Produktionskapazität der Amerikaner mögen zwar verlorene Flugzeuge ersetzen können, aber nicht die erfahrenen Piloten. So, gucken wir uns den mal an. Wow, ist der gut. Ey, Moment mal, Moment mal. Weißt du was, das machen wir jetzt. Wir schicken dich hier rein. Den Aufklärer müssen wir mal nochmal verstärken. Hier drin müsste ich die Piloten ändern. Das ist ja eigentlich ein Bomberpilot, wo ich da eigentlich teilweise habe. Und du kannst dann jetzt. Moment. Ah, erst wenn ich ihn raushole. Wenn ich ihn hier lande, starte. Also, ja, wenn er offen ist, dann kann er erst. Gut. Flak hier hin. Beschäftigt ihn. Ja, das haben wir auch. Okay, Artillerie. Und kann der sich wieder aufmunitionieren? Du kommst mal hier hin und du hältst hier die Stellung. So, ja, die Linie hier, die ist echt gut. Die Schiffe, das ist ärgerlich. Paris müssen wir bis zur 10. Runde halten, ne? Ja. Er haut mit den Schiffen hier ab. Das sind Pioniereinheiten, okay. Jetzt will er es aber wirklich wissen, ne? So, hier hin. Erstmal du hier weg. Du kriegst mal eine drauf. Du kriegst mal eine drauf. Du hier weg. Du hier weg. So, raus. Rein mit dir. Jetzt haben wir einen richtig guten. Hier hin. Ein Jäger mehr, das wär's doch jetzt. Mann, Mann, Mann. Ich kann nicht widerstehen.
Ja, gut. Das kann er sich ja hier schön auf die Brücken stellen, wenn er das will. Oh Mann, Mann. Ich hab schon 2 Schaden direkt gekriegt. Das sind SS-Einheiten. Ja. Die sind da unten. Arz. Ja, ich hab's erwartet, dass er da hochgeht. So. Ach komm. Jetzt hätte er das überstanden. Flock, nee, komme ich nicht ran. Die SS-Einheit ist also hier unten. Okay. Das ist halt Schwachsinn, ne? Die ist direkt vor mir, die müsste ich eigentlich sehen. Ich kann es verstehen, wenn sie hier stehen würde, dass ich es dann nicht sehen würde, aber direkt vor mir, das ist totaler Käse. Flock hier hin. Ja, müssen gleich 2, müssen gleich sich kurz aufpeppen. Es geht nicht anders. Ja, sicher, er killt mir 2, klaro. Rückzugsbefehl. Trotz unserer erfolgreichen Verteidigung wurde entschieden, dass wir Paris evakuieren sollen, bevor unsere Garnisonstruppen den wachsenden Unruhen in der Bevölkerung und in vorigen Alliierten zum Opfer fallen. Okay. Hier hin.
das ist doch so scheiße mit den mit dieser Variante hier. So, wir schicken mal in der nächsten Runde. Runde 15. Okay, dann habe ich ja noch. In der Zwischenzeit räumen wir noch diesen Laden hier auf. Moment mal, hier das Paris muss geräumt werden, ne? Warte, lass mich mal gucken. Ah, die meinen alles hier. Ich hab gedacht, nur die Stadt, dann hätte ich können, da was deichseln, aber nee. Die wollen, dass wir das alles räumen. Okay, was wir mal machen können, wir können hier mal anfangen. Und dann so Stück für Stück das hier machen. Problem ist, ich muss ja auch gucken, wenn ich Paris räume. Na gut, wenn ich Paris räume, könnte ich dann hier eine Linie setzen. Panzer. Infanterie, Panzerabwehr hinten dran. Also hier ein Panzer hin. Warte, ich muss mal gucken, was zählt alles dazu. Ja, so hinter den Brücken hier. Moment, das heißt... Hier, hier, hier und hier die Linie. Ja, das sollte gehen, das kriegen wir hin. Was mich halt jetzt aufhört, sind diese scheiß SRS-Einheiten. Die sollten hier sein. Ja, und nicht hier. Ist zum Kotzen, echt. Wenn ein Spiel so seine eigenen Regeln da mal wieder macht. Wir gehen hier rein. Erstmal noch, ja. Ja, ich muss halt gucken, wie ich es dann setze. Ich muss diese Einheit ja killen. Geht nicht anders da. Ey, das ist doch ein Witz, ey. Dieses scheiß 1-Abhauen-System hier. Alter, kotzt das mich an.
hier hin. So, zusätzliche Ressourcen. Ich hoffe, dass das ein Flugzeug bedeutet. Paris ist evakuiert. Das heißt, er müsste das jetzt erstmal alles einnehmen. Moment, das zählt nicht dazu, ne? Nein, das zählt nicht dazu. Okay. Ja, also das hier kotzt mich gerade so derb an, ey. Kannst du gar nicht sagen, wie. Meine Fresse, ey. Ja, ich musste da hin, ey, weil... Und kotzen. Ah, fick dich echt, ey. In so einer Scheiße, weil das Spiel so... Oh. Ja, sicher. Ja, ist zum Kotzen. Ist zum Kotzen. Die Einheit war tot. Die Einheit war tot. Evakuiert. Wir haben alle unsere Einheit aus Paris. Ja, ich weiß. Endlich konnten wir mehrere SS-Truppen ausfindig machen und eliminieren, die hinter unseren Linien ihr Unwesen getrieben haben. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Hoch 10. Auf 3. Toll. Ja, da drüber, dass da ja nichts passiert. Aufklärer. So, die Flak hier hin. Hack hier hin. Raus mit dir. Hier hin. Was ich da produzieren kann, ist ja echt schon gut. Wir sind aber hier auf der Brücke, das heißt, da haben wir halt auf jeden Fall wieder einen Vorteil. Ich gehe dann muss auf die Brücke, also ist doch schon mal was. Luftwaffe. Luftwaffe. Ja, dann kommen wir hier hin. Bleibt da drüber. Die Linie halten wir einfach weiter. Die Infanterie könnte man vielleicht noch hier hinsetzen. Muss hier hinten auch passen. Weil das darf hier nicht fallen. Die Frage ist, was soll ich holen? Hab ich keinen... Warte mal ganz kurz, dieser Panzer wäre jetzt ganz gut. Ja, perfekt. Sturmpanzer, perfekt, ja. Sturmpanzer ist jetzt perfekt hier.
die Linie hier passt. Reichweite 5. Ja, die müssen jetzt ganz schnell hier raus. Die Überlebenschancen von denen sind jetzt gering. Ich glaube, der wird auch drauf gehen. Aber das ist egal, die sollen die einfach jetzt hier nur aufhalten. Dass er auf den geht, war zu erwarten. Kann ich auch mitleben. Jetzt gehen sie auf den Aufklärer mit Sicherheit. Oh Mann, ist das dein Ernst? Das ist doch nur mies. Ich hätte da rausgehen sollen, ja. Bleiben weiter hier drüber, ja. Der Sturmpanzer bleibt hier. Okay, die sind hier, das ist in Ordnung. Da passiert nichts. Das verstärken wir einfach. Was können? Ich will nur aus dieser scheiß Nummer hier ganz schnell raus. Ja, der haut ab. Der auch. Gut. Okay. Der Aufklärer kann ich noch retten. Ja, aber sowas von. Jetzt muss ich mal gerade was checken. Wo ist er? Hier. Und weg hier. Oh, meine Fresse. Und du bleibst weiter hier, spielst den Prügelknaben. Und fuck. Hier hin. Infanterie hier rein. Ich hab so viel Flieger, den kannst du nicht einsetzen. Das ist einfach nur traurig. Das bringt nichts. Aber hier, die Verteidigungsposition bei Paris ist echt gut. Die kann man auf jeden Fall machen. Ja, der steht hier, aber wenn ich hier weggehe, dann... Muss ich jetzt akzeptieren, kann er eh nichts machen. Schickt er jetzt eine Truppe runter, dann
Den Panzer da vielleicht, ja. Der Panzer ist da raus, Gott sei Dank. Dann. Okay, hier haben wir. Der schießt sich wirklich auf den Aufklärer ein, das ist schon mal gut. So. Ganz kurz hier lang. Da ist nix, okay. Raus hier. Nee, da ist nix, dann kannst du hier hin. Ja, vorne runter. Oh, ist nicht wahr. Jo. Und tschüss. Okay. Gut, da sind 5er Jäger, ist aber nicht so das Problem. Flank mal hier hin. Aufklärer verstärken wir wieder. Er hat das Ding jetzt erobert, Glückwunsch, aber war zu erwarten. Mal gucken, die Schiffe können bis hier hinfahren, das ist schon mal klar. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Du hast 5. Ja gut, hier bin ich safe eigentlich, oder? Nee. Die können in seichte Gewässer. 1, 2, 3, 4. Wenn der hier hinfällt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ja, wenn er hier hinfährt, dann ja. Aber gut, das muss er ja erstmal. Artillerie hier nach hinten. Hier bin ich vor der Schiffsartillerie sicher dann. Hier noch nicht. Der Aufklärer, Respekt, der hat wirklich Großes geleistet. So, wir werden jetzt die Pack umstellen. So, erstmal die hier weg. Tschüss. Die Pack kommt hier hin. Dann kann er hier hin. Ja, pf, geil, dass ich die Pack da wirklich noch rausgekriegt habe. Ein Wunder, aber es ist richtig mies mit dieser SRS-Einheit. Es ist wirklich mies, weil die Scheißdinger wird hier angezeigt.
Und dann stehen diese Scheißdinger da unten. Unfassbar. Ich finde es okay, wenn sie da unten stehen, aber dann soll man das aber auch nicht sagen, ja, da, wo ich dann warte und dann kommt nichts. Okay, was haben wir hier? Ein Jäger. Nein, ach scheiße, da ist eine Flak. Oh, das war Glück, das war Glück. Du kommst hier hin. Nö, wenn da was will, soll er kommen. Unfassbar, ich hab die Luft geholt. Nur ja, lass ihn kommen. Er kann jetzt von dort aus eh nichts ausrichten. Groß. Der ist hier. Ja, wir warten mal ab, was er vorhat. Die Infanterie, ja, die braucht jetzt aber erstmal ein paar. Und der Panzer auch, also von daher. Alles okay. Du kannst wieder hoch. Muss ich eigentlich jetzt nichts mehr machen, weil das ist jetzt letzte Runde jetzt von der KI, glaube ich. Ja. Also ich denke, dass mit dem Le Havre diese lange Wartezeit. Und die Verteidigung hier bei Paris, die war eigentlich ganz gut. Das war's. Was man sagen kann, ist, dass die Luftwaffe hier mega Erfahrung sammelt, weil übel. Was sie da an Bombern und Jägern alles runterholt. So, kümmern wir uns um den. Aber man sieht, Bomber brauchst du hier gar nicht einzusetzen, weil bringt nichts. Wir gehen auf den Panzer, ich gebe mir Erfahrung. Die Infanterie weg. Nö, okay. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich die Helden dann in Zukunft einsetze. Ich kann gar nicht so viele Jäger und Bomber einsetzen, wie ich an Helden habe. Warum kriegt man so viele Luftwaffenhelden, wenn man die gar nicht einsetzen kann?
Panzer in Infanterie, ja, aber selbst da mittlerweile kann ich ja fast nicht mehr einsetzen. So, die Verteidigung unserer Gebiete in Frankreich war ein voller Erfolg. Im Angesicht der äußerst widrigen Umstände haben sich die deutschen Truppen aber dennoch für einen strategischen Rückzug aus der Region um Paris entschieden. So. Spezialisierungspunkte 6 ist Wahnsinn. Also 20, 30 bleiben in Reserve, habe ich ja gesagt. Weil das, was ich will, kann ich noch nicht holen. Und das hier, pf, was bringt's mir? Also 30 bleiben in Reserve. Ja. Und das hier, ja, ich setze kaum Bombe ein, ne? Was ist denn die nächste Mission? Marquette Garden, bringst ja voll. Obwohl das mit viel Bunkern lang ist, aber ich werde wieder keine Luftfahrt bestimmt haben. Ach, die Spezialisierungspunkte bringen mir da gar nichts. Nee, also. Freiburg. Das bringt mir auch nichts. Ich habe so viel Panzer, das bringt nichts. Ich kann es nicht alle aufstellen. Uninteressant. Das wäre vielleicht noch interessant. Ja, das können wir noch holen. Machen wir das noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter mit Margaret Garten.